Hi Leute und wie immer herzlich willkommen oder auch willkommen zurück hier bei Natürlich Leben zu einem neuen Minimal-Mittwochs-Video. Vor kurzem habe ich einen Beitrag hochgeladen und euch darum gebeten, eure Fragen zum Minimalismus in die Kommentare zu schreiben. Das habt ihr auch super fleißig gemacht und ich habe euch Antworten versprochen. Leider haben es nicht alle Fragen in das Video mit Alexandra geschafft. Falls ihr das übrigens noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das gerne mal oben. Ist auf jeden Fall sehenswert, also guckt da mal rein. Auf jeden Fall hat die liebe Simone eine sehr schöne Frage gestellt, die bisher noch nicht beantwortet wurde und für deren Antwort es auch eigentlich ein ganzes Video braucht. Und da sind wir auch schon mit dem Video. Heute geht es genau darum, wir werden diese Frage klären. Und zwar wollte Simone wissen, wie man jetzt zur Vorweihnachtszeit oder vielleicht halt auch allgemein an diesen ganzen Angeboten und Aktionen vorbeikommt, ohne andauernd zuzulangen. Vielen, vielen Dank für diese tolle Inspiration. Ich denke, das könnte wirklich für sehr viele ein super spannendes Thema sein. Ich meine, das hat ja nicht mal unbedingt nur mit Minimalismus zu tun. Schließlich geht es auch darum, Ressourcen zu sparen oder halt zu verschwenden und eben auch um Geldverschwendung. Also eigentlich für alle interessant. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht erst lange. Ihr seid bestimmt schon richtig gespannt. Los geht's. Achso, vielleicht noch vorweg eine kurze Triggerwarnung. Es geht um Konsumverhalten, um Kaufsucht und Schulden. Also achtet bitte auf euch, wenn euch das persönlich betrifft. Aber jetzt wirklich los. Als allererstes würde ich persönlich diese ganze Werbung erstmal eingrenzen. Das ist nämlich super einfach gemacht und super hilfreich. Also theoretisch eigentlich der leichteste Schritt und der unkomplizierteste. Also warum nicht einfach anfangen, oder? Heißt, erstmal einen richtig dicken, fetten Aufkleber an dem Briefkasten bappen, damit alle wissen, du willst deren Müll überhaupt nicht und die sollen es da bloß nicht erst reinstecken. Es ist herrlich befreiend, wenn da nicht täglich Tonnen von kostenlosen Zeitungen, Wurfsendungen und Co. drin landen, glaubt mir. Das macht so einen Unterschied, ich hätte das nie gedacht. Es ist so krass. Und wenn du die Prospekte gar nicht erst bekommst, gerätst du halt auch gar nicht so schnell in diese Falle der Verlockung. Und am besten machst du den Aufkleber möglichst deutlich, also einfach nur keine Werbung, wird halt relativ schnell übergangen, weil ja zum Beispiel so eine kostenlose Zeitung genau genommen keine Werbung ist in dem Sinne. Also schreib wirklich auch hin, was du nicht willst. Ich blende euch zum Beispiel mal kurz hier meinen eigenen Sticker ein, den ich selbst entworfen habe für meinen Briefkasten und der tatsächlich sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Man bekommt aber so eine Sticker auch zu kaufen oder kann die irgendwo bestellen oder fragt einfach mal bei der Hausverwaltung nach, die haben manchmal auch sowas parat. Also je nachdem, wie ihr wohnt, sucht euch eine Möglichkeit und pappt auf jeden Fall so einen ollen Sticker an den Briefkasten. Glaubt mir, das ist lebensverändernd und das schont die Umwelt, weil sonst landet sehr viel Zeug im Briefkasten, was am Ende wiederum im Müll landet und dann ist das alles umsonst. Ja, auch wenn man es eh nicht anguckt, dann hast du vielleicht nicht diese Falle in der Hand, die dich versucht zu haschen, aber du hast halt das Papier dann, ne, was im Müll landet, ist dann auch nicht so cool. Außerdem bekommt man ja immer mehr Werbung per E-Mail. Yay! auch die kannst du einfach abschalten. Da kannst du natürlich keinen Sticker drauf machen, aber scroll einfach mal in der Mail ganz nach unten, ganz am Ende, in diesem Kleingedruckten. Da steht eigentlich 99% der Fälle irgendwo abmelden oder abbestellen oder nicht mehr interessiert oder sowas. Irgendwie sowas. Meist auch farblich oder dick hervorgehoben oder unterstrichen oder ähnliches, denn dahinter versteckt sich ein Link. Heißt, du klickst da drauf und kommst dann entsprechend auf diese Anmelde- oder Abmeldeseite für diesen Newsletter von dem Unternehmen. Oft ist es damit sogar schon getan, also meistens ist das nur so eine Bestätigungsseite, auf der dann steht, hey, vielen Dank, bla bla bla, wir haben dich ausgetragen, schönen Tag noch. Es gibt aber auch Ausnahmen, also manchmal muss man da noch einen Grund angeben und das nochmal bestätigen, dass man das wirklich möchte. Also guck nochmal kurz drüber, bevor du alles wieder wegklickst und zur Not musst du dann nochmal was klicken, weil sonst kriegst du es halt weiter. Und so machst du das einfach mit all deinen unnützen Newslettern, die dir auf den Senkel gehen, bis irgendwann Ruhe ist. Ist ein bisschen Arbeit, das gebe ich zu, ist nicht so einfach wie mit dem Briefkasten, aber einfach immer, wenn eine Mail kommt, nach und nach immer draufklicken und dann löschen und dann hast du das relativ schnell auch durch. Also es ist weniger Aufwand, als man so denkt. Und wenn ihr die beiden Steps gemacht habt, dann sieht die Welt eigentlich schon ganz anders aus. Die Leute, die sowas erstellen, haben ihren Job ja nicht umsonst, ne? Die wissen, wie man überzeugt. Und das wirksamste Gegengift ist halt,
da gar nicht erst hinzusehen, diese Werbeslogans, Werbeprospekte, die Zeitungen sich gar nicht erst anzugucken. Und ja, das Gegengift habt ihr hiermit eingenommen. Super, erster Schritt ist schon mal getan. Nun ist ja das Blöde, dass man gerade in der Vorweihnachtszeit auch vielleicht mal einkaufen muss. Surprise. Oft ist ja der Bedarf sogar noch höher als sonst, weil zum Beispiel Besuch kommt und man vielleicht was kochen möchte oder eben man auch nach Geschenken sucht. Also generell ist, glaube ich, das Konsumverhalten zur Vorweihnachtszeit doch ein klein wenig außerhalb der Rahmenbedingungen. Und auch darauf ist der Handel natürlich eingestellt. Also die wissen auch, die Leute kommen eh in den Laden, ne? Müssen euch nicht unbedingt mit Prospekten haschen, die kriegen das auch so hin. Heißt, es gibt überall leuchtende Schilder, Angebote, blinkende, blitzende Schaufenster, Glitzer und Deko, die uns zeigt, wie schön es auch bei uns zu Hause sein könnte, wenn wir nur all das kaufen würden. Und alles schreit eigentlich, das brauchst du. Klar, dass da viele nicht widerstehen können. Überrascht mich überhaupt nicht, ich meine, das ist auch nicht so einfach. Aber auch daran kann man vorbeikommen, wenn man nur ein kleines bisschen Disziplin hat. Also, als erstes würde ich dir empfehlen, eine Liste der Dinge zu schreiben, die du kaufen möchtest, bevor du losgehst. Egal, ob es jetzt Geschenke sind oder halt ein normaler Lebensmitteleinkauf, immer eine Liste schreiben. Wir wissen schließlich alle, dass auch im Discounter tolle Angebote für Deko und Co. auf uns lauern und dass man da dann auch mal schnell zugreift, auch wenn das so nicht geplant war. Nimm einfach deine Liste und geh durch den Laden und dann ab wieder nach Hause. Nicht gucken, rechts, links, überhaupt nicht. Ich gehe an diesen ganzen Aktionsschritten zum Beispiel gar nicht erst vorbei. Also in meinem Gehirn ist einfach verankert, da ist nichts, was ich brauchen könnte. Und das war's. Ende der Geschichte. Andere meiden die Süßigkeitenregale im Supermarkt. Bei mir ist es eben das. Also ich mache quasi Diät vom Müll kaufen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also dieser Tunnelblick, ne, wirklich dieses, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Am besten schon wissen, wo es steht, damit man keine unnötigen Wege machen muss. Und dann läuft das ganz gut. Und Schaufenstern am besten gar nicht erst so viel Aufmerksamkeit schenken, also gar nicht erst so viel dahin gucken und so. Einfach durchlaufen bis dahin, wo man hin will. Und auch nicht am besten irgendwo mal gucken gehen, was es so gibt, weil dann findet man immer was. Ich meine, wie gesagt, diese ganzen Werbeslogans und so, die wirken, die macht man nicht umsonst und die funktionieren auch, wenn man sich das vorher anders vorgenommen hat und da braucht man bloß mal eine kleine schwache Sekunde und schon hat man den Wagen voll. Ich weiß aber auch, dass viele einfach total gerne bummeln gehen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, ich meine, einfach mal so ein bisschen rumschnökern und die Stimmung anheizen. Vor allem auch, wenn es schneit, ist das so super schön, so ein Schaufensterbummel, richtig schön. Das ist aber natürlich brandgefährlich, wenn man nichts kaufen möchte. Also was Schlimmeres kann man eigentlich nicht machen, wenn man nichts kaufen will. Aber man muss es sich trotzdem nicht komplett verbieten. Auch dafür habe ich eine super Alternative. Und zwar der klassische Schaufensterbummel. Und zwar außerhalb der Öffnungszeiten. Das ist key, Leute. Also zum Beispiel am Sonntag. Nein, nicht am verkaufsoffenen. Hier wird nicht geschummelt. Da kann man jedenfalls ganz romantisch und ungestört durch die Straßen streifen, sich alles in Ruhe angucken und ist vor allem auch unbeobachtet und kann dann einfach weitergehen. Das Schöne ist halt, dass man hierbei diesen Kaufimpuls unterbricht, falls man halt doch mal was Tolles im Schaufenster sieht. Also du kannst halt nicht einfach reingehen und es direkt kaufen. Du bist gezwungen, quasi erstmal wieder nach Hause zu gehen, abzuwarten, drüber nachzudenken und nochmal hinzugehen. Und das minimiert unwahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, wow, Grammatik 6, dass du wirklich was kaufst. Und das ist ein super Step. Also wenn bummeln, dann am besten nur, wenn alles zu ist. Ja, also vielleicht sonntags, wenn nicht verkaufsoffen ist oder eben vor oder nach den Öffnungszeiten, wobei es dann halt auch meistens dunkel ist, dann ist vielleicht nicht ganz so schön, obwohl dann leuchtet wieder alles schön, ne? Ach, muss man abwägen. Also geht einfach, aber eben außerhalb der Öffnungszeiten. Und apropos bummeln, total viele von euch bummeln ja auch durch meine Videos und haben nicht mal den Kanal abonniert. Was ist da los, Leute? Ihr wisst schon, dass das nichts kostet, oder? Also lasst doch mal ein Abo da, ist gar nicht so schwer. Einfach direkt unter dem Video auf Abonnieren klicken. Da würdet ihr mir wirklich ein super, super schönes Weihnachtsgeschenk machen. Aber gut,
Weiter im Text. Eine Riesenfalle sind auch diese ganzen Angebote zur Weihnachtszeit. Also sowas wie zwei zum Preis von einem oder jetzt gratis zu jedem Kauf. Oder gerade auch online total beliebt, jetzt kaufen, später zahlen. Das macht alles was mit uns. Und auch da ist es wieder nicht so einfach dran vorbeizukommen. Als erstes hilft auch hier wieder, sich klar zu machen, was man wirklich braucht. Das ist wirklich key, Leute. Wenn du auf der Suche nach ein paar Pullis bist und es gibt zwei zum Preis von einem, mega Deal, hast du Glück gehabt, feine Sache, nimmst du mit, kannst du was sparen. Wenn du allerdings gerade auf der Suche nach einem Schlitten bist und den Schrank voll mit Pullis hast, dann ist es an der Stelle, wir erwarten, keine Ersparnis. Also man denkt immer, oh, ich spare jetzt hier 50% und den Pulli, den brauche ich ja sowieso irgendwann. Aber nein, es ist nicht so. Du gibst 50% mehr aus als nötig. Du könntest ja 100% sparen, wenn du das Ding einfach da lässt. Weil du brauchst es ja überhaupt nicht. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Also mach dir unbedingt immer Gedanken darüber, ob das Angebot gerade zu deinem aktuellen Bedarf passt. Und dann guck vor allem auch zweimal hin. Also ist das wirklich ein Angebot oder wirst du da gerade über den Tisch gezogen? Was kostet der Artikel eigentlich regulär? Ist auch immer ganz interessant. Da wird tatsächlich ganz schön viel getrickst, weil man eben auf den Kaufimpuls abzielt und der von den meisten Menschen leider nicht so sehr hinterfragt wird. Macht ja Sinn, darum geht's beim Impuls. Bei Impulsen hinterfragen wir nicht, sondern wir legen einfach los. Man kennt das vom Streit, man überlegt nicht viel, sondern knallt sich irgendwas an den Kopf und später bereut man das. Genauso läuft das auch beim Kaufen. Also Leute, lasst uns clever sein, hinterfragt die Dinge und das am besten nicht nur beim Shoppen, sondern immer im Leben, bei allem. Lasst euch nicht einfach irgendwas auftischen, sondern seid schlau, denkt mit, fragt auch mal was nach und versucht Sachen zu verstehen, statt einfach alles hinzunehmen. Das ist grundsätzlich, glaube ich, eine ganz gute Idee zum Überleben. Der Slogan, jetzt kaufen, später zahlen, ist, finde ich, ein ganz eigenes Kapitel. Eigentlich halte ich das nämlich fast für verboten, mit sowas zu werben. Es ist schlicht und einfach gefährlich, weil es halt Menschen mit Vollspeed aus der Bahn werfen kann. Das ist so krass. Heute möchte man vielleicht nur einen Fernseher kaufen und dabei vielleicht ein bisschen Geld sparen und dann später bezahlen. Und in 2 Jahren rutscht man dann die Privatinsolvenz, weil man nicht mehr weiter weiß. Das ist doch nicht cool. Ich finde es echt nahezu verantwortungslos, so eine Angebote zu machen. Weil das eben einfach wirklich Menschen schaden kann. Und dass das überhaupt erlaubt ist, finde ich eigentlich auch schon eine Katastrophe. Aber okay, ich weiß natürlich auch, dass sich leider traurigerweise viele heutzutage die einfachsten Dinge nicht mehr leisten können, ohne solche Angebote zu nutzen. Und das ist auch schlimm genug. Dennoch, Leute, wenn ich euch einen super wichtigen Spar- und Überlebenstipp geben darf, gebt kein Geld aus, was ihr nicht habt. Sei es so eine Aktion, ein Ratenkauf oder auch die gute alte Kreditkarte, die man an einem Monatsende erst abrechnen muss. Es mag immer erstmal wirken wie eine tolle Lösung für den Moment, aber die Rechnung kommt immer zu euch zurück. Immer, versprochen. Das Geld ist nicht weg, das kommt, fällt dann immer wieder auf die Füße und das ist halt nicht wert. Und das Schlimme ist, dass das Ganze sogar oft in einem größeren Umfang auf einen zukommt, als es eigentlich gewesen wäre. Also gerade bei Ratenkäufen zahlt man ja häufig auch drauf. Manchmal auch nicht, aber häufig schon. Und häufig ist es auch, wenn man dann halt so eine 0% Finanzierung hat, dann schon irgendwie anders mit in den Preis einkalkuliert. Also, na, auch alles schwierig. Auf jeden Fall ist sowas prädestiniert dafür, dass man die eigenen Finanzen aus dem Blick verliert und halt am Ende des Tages alles außer Kontrolle gerät. Wir reden jetzt mal gar nicht so über Hauskauf oder sowas in der Richtung. Klar, so ein paar hunderttausend Euro fallen nicht einfach vom Baum. Und mal ehrlich, bis man die zusammengespart hat bei den heutigen Gehältern, braucht man vermutlich eher einen Platz im Seniorenheim als ein Eigenheim. Andere Geschichte. Aber wenn es um so Dinge im Mittelfeld geht, also neuer Fernseher, eine Waschmaschine oder eine Einbauküche, überlegt euch bitte wirklich gut, wie ihr das finanzieren wollt und achtet ganz genau darauf, ob euch Mehrkosten entstehen. Ich persönlich würde mich halt immer dafür entscheiden, nur das zu kaufen, was ich auch direkt bezahlen kann. Viele Sachen gibt's halt auch Secondhand in einem Top-Zustand für kleines Geld oder eben sogar zu verschenken. Und klar, das ist dann vielleicht nicht das Neueste, Krasseste und Nobelste, aber ist das immer so wichtig? Ich weiß nicht. So wichtig, dass man sich jahrelange Raten aufbürden muss?
Na, wisst ihr, was ich meine? Also, da spare ich lieber so lange, wie ich Raten zahlen würde und kauf's mir dann, als andersrum. Ja, dann hat man auch was, worauf man sich freuen kann. Aber ist vielleicht auch Ansichtssache. Auf jeden Fall will ich euch hier gar nicht so einen Vortrag halten eigentlich, aber passt bitte auf euch auf. Der Weg rein in die Schuldenfalle ist deutlich leichter als der Weg wieder raus. Und ich möchte halt einfach ein bisschen auf euch aufpassen. Und wenn das bedeutet, dass ich jetzt hier und heute dem einen oder anderen mal ein bisschen auf die Füße getreten habe, nehme ich das gerne in Kauf. Wenn das ein paar Leute von euch vor der Schuldenfalle rettet, hey, ist okay. Nehme ich. So. Uff. Wie soll ich da jetzt nochmal einen eleganten Übergang hinkriegen? Egal. Wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Nächster Tipp. Minimalismus. Wenn du dir klar machst, was du wirklich brauchst und liebst, was dich erfüllt und glücklich macht und was du wirklich möchtest, dann hast du im Idealfall eigentlich schon einen ganz guten Schutzschild. Frag dich bei jedem Kauf, ob du das wirklich brauchst, ob dich das glücklich machen wird, ob und wie oft du das Teil nutzen wirst und, mega, mega wichtig, finde ich die Frage, kaufst du das jetzt gerade für dich und dein eigenes Bedürfnis oder für dein Umfeld? Also man denkt ja oft, man müsste bestimmte Dinge haben, um irgend so ein gewisses Erwartungsbild zu erfüllen. Passiert leider auch oft unterbewusst. Das heißt, es ist nicht mal der bewusste Gedanke, hey, ich möchte jetzt alles schön haben, weil die Familie kommt und dann brauche ich ja dies und das. Nee, das ist schon manchmal tiefer verankert. Also sowas wie Weihnachtsdeko muss ja da sein, wenn die Familie zu Weihnachten kommt. Eine Couch gehört ja in jede Wohnung. Ah, und wenn die Gäste kommen, dann brauche ich ja auch ein Gästeservice, damit das alles hier wirklich standesamtlich aussieht. Ah, nee, Leute. Das sind alles so festgefahrene Glaubenssätze, die man auch ruhig mal hinterfragen darf. Wir haben vorhin gesagt, man soll öfter mal was hinterfragen. Hinterfragen wir mal das. Und alleine, wenn man das macht, kann einem das echt schon einen Batzen an Einkäufen sparen. Es ist so krass, was wir nicht doch alles kaufen. Da gibt es so ein schönes Zitat, ich blende euch das mal ein, irgendwie sowas mit, wir gehen arbeiten, um Geld zu verdienen, um davon Dinge zu kaufen, um Leute zu beeindrucken, die uns eh egal sind. Naja, es klingt schöner von dem Menschen, der es geschrieben hat. Ich blende es euch, wie gesagt, ein. So, und wenn alles nicht hilft, noch ein Tipp. Leg dir doch vielleicht ein Weihnachtsbudget an, also einen bestimmten Wert, den du halt zur Verfügung hast und dann ist eben Schluss. Ende im Gelände, Pech gehabt, Feierabend. Kann man natürlich auch schön unterteilen in so eine Kategorie Geschenke oder Aktivitäten und dann nochmal so und so viel für die Weihnachtsfeier und so weiter und so weiter. Eben ganz individuell nach den eigenen Begebenheiten. Ich finde es zum Beispiel auch super motivierend, mir so eine Art Belohnung festzusetzen, also sowas wie: Von dem Geld, was übrig bleibt, gehe ich nach Weihnachten ins Kino. Oder wenn ich mein Budget einhalte, dann gönne ich mir eine schöne Tasse Kakao und ein Stück Kuchen in meinem Café um die Ecke. Sowas halt, ne? So ein kleines Goodie. Da kann man sich dann halt die ganze Zeit schon drauf freuen. Und es ist einfach eine Riesenunterstützung, wenn man dann mal wieder vor dem 10. Pulli zum halben Preis steht und überlegt, ob man den jetzt kaufen soll. Und es ist auch manchmal ganz förderlich, sowas in bar zu haben, also das Geld in der Hand zu haben, denn dann kann man das im wahrsten Sinne des Wortes besser greifen. Also es ist anders, wenn du das Geld manuell über den Tisch reichst, als wenn man immer nur die Karte so rausstreckt. Das macht psychologisch gesehen einen riesen Unterschied. Ist auch so ein allgemeiner Spartipp, also wenn ihr schnell den Überblick über eure Finanzen und vor allem über ausgegebenes Geld beim Shoppen verliert, einfach vorher festlegen, wie viel ihr ausgeben wollt und das Geld vorher abheben und damit einkaufen. Und wenn alle, dann alle. Pech, dann gibt's nichts mehr. Dann muss man sich von vornherein genau überlegen, was man kaufen möchte, weil man hat ja nur ein bestimmtes Budget. Und ich glaube, das ist eigentlich eine grundsätzlich ganz clevere Variante. Jetzt bin ich mit meinen Tipps aber auch am Ende. Also wenn das alles nicht hilft, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Ich hoffe, ihr könnt euch damit gut durch diese verrückte Weihnachtszeit schlängeln, ohne euch in den Ruin zu stürzen. Bitte, 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 passt auf euch auf. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen, dann schreibt die gerne mal unten in die Kommentare. Ich freue mich schon wieder riesig drauf, auch was von euch zu lernen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Genießt die Vorweihnachtszeit und dann lasst euch nicht verlocken. Bis dann. Tschüss.